sind schon wieder. Das ist doch schon nach vier, oder? Echt mal, kein Bier vor vier. Wir will jetzt Bier saufen und will eigentlich gar nicht so. Naja, ja, schon, aber halt ungern in diesem Bier. Du bist doch eine Prinzessin, ey. Sagst dir gerade, dass du um 6 tote Oma fressen kannst und scheißt dir einfach und scheißt dir einfach im Jubier. Okay, ich bin wieder angekommen. Lass saufen. Oh, Richie. Wie spät ist es? 6:52 Uhr. Guck mal, ist noch nicht mal 7. Komischerweise ist das 0 mehr Bier, aber es schmeckt gerade. Das Geilste, was ich mal erlebt habe, war eine Weinverkostung, pass auf, am Wannsee. Ich bin ja eigentlich so, ja nicht so der Weintyp. Ich weiß nicht, ich glaube, innerhalb von weniger als 2 Stunden war ich Lattenharte. Im Endeffekt habe ich auf meinem Drösch eine Flasche gekauft, eine Weinflasche, die hat 43 Euro gekostet. Das war meine Weinverkostung. Stark, ey. Was passiert hier gerade? Wir machen hier eine hochprofessionelle Weinverkostung. Wie spät ist es nochmal? Also ich dachte 20 Uhr am Abend, oder? 8:26 Uhr. Ich verstehe auch nicht, warum immer die Uhrzeit eine Rolle spielt. Spielt es denn eine Rolle, wann du essen möchtest? Du isst doch auch früh morgens. Und ich habe früh morgens Durst, also darf ich früh morgens auch trinken. So. Stimmt. Wenn du Ja, leichte Note von Zitrone. Also leichte Note, meine ist weg. Hast du es als schon gesoffen? Guck mal, wie Norm so tut, Alter. Jetzt guck mal, wie er richtig. Guck mal hier, ey, Dings, wie er so tut. Ey, ich hab noch nicht den Frühstück, Alter, wirklich. Einmal mit Profis. Aber das ist zu viel für dir. Hast du die SFX-Leitung schon? 6 vom Brauch, Artnet 54, DMX Universum 55. Passt das mit dem Schild? Ja, das sieht ganz schick aus. Das ist ja nur so viel Schaum, das ist nicht Schaum. Ja, dann ziehen wir die einfach so, dann haben wir genau die Schuhe gewählt. Ja, das können wir, das ist genau die Höhe, Alter. Also, ich finde jetzt übrigens gerade wieder, schon wieder richtig ekel, dass wir vorhin bei Burger King essen waren. Ach. Das kotzt mich an, Alter. Ich werde hier nur noch fetter. Dieses Jahr hat ja schon drin geknallt, ob mit Alkohol, ob mit Fressen. Guck mal, letztes Jahr war ich so wie Pepe, Strich in der Landschaft. Und jetzt auf einmal bin ich dick. Liebe Zuschauer, bitte haben Sie einen Moment Geduld. Im Moment sind alle Fernsehgeräte belegt. Okay, wir sind heute auf dem Most Wanted Festival. Wir sorgen dafür, dass der Laden heute sauber bleibt. Ja, sind uns gerade aufgefallen. Nein! Ja. Warum? Drogen dabei? Selbstverständlich nicht. Ich bin normal. Also, Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Und da der junge Mann meinte, er hat keine Drogen dabei, sollte man als Polizist auch mal darauf vertrauen, dass die Leute sagen, ey, illegale Händlerin? Ja, dass sie hier Tickets verkaufen. Ich versuche die zu verkaufen, ja, weil eine abgesprungen ist, aber das ist schon illegal. Die Täterbeschreibung passt auf sie. Da war eine grüne Jacke mit einem Das ist ja von weit her geholt. Ich bin hier eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde. Also mal ganz ehrlich, wir sind bei verstehen Sie Spaß. Alles klar. Es gibt keine Videos von gestern und das ist so ganz gut so. Ich komme ja gerade von Mallorca und da habe ich bis früh um 5 gefeiert. Deswegen geht es mir nicht so gut. Du säufst schon, ja. Geh aus, der macht das Wasser. Guten Appetit. Guten. Kann bei Polizisten nicht lachen, was soll ich sagen? 50% der Polizisten sind vielleicht okay, aber die anderen 50% sind halt nicht okay. Schwieriges Thema. Es gibt überall Arschlöcher und gute Menschen. Das sind die neuen Kopf. Ey, da kickst du dir mal einen Film mal auf hier. Mach mal hier schöne Promo, wie heißen diese Shots? Kick doch mal mit Holz-Logo. Guck
Guck doch mal, da ist mein Logo drin mit Holz auf. Dieses Echtholz hier drin, das ist kein Scherz. Das, was lachst du da so dumm? Das ist mein Ernst. Meinst du jetzt? Also, fass die nicht an mit deinen Ossi-Wessi-Foto. Da ist Holzoptik, das ist Echtholz. Das ist kein Scherz, das ist Echtholz. Warum? Was für ein Holz? Das ist wie Plastik. Und warum? Und an was erinnert es? An Fliesentischromatik. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit, Augen riesengroß, weil es wieder schneit, das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt, nur wir zwei, das hält vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden immer nüchtern. Die Sterne ziehen vorbei, Lichtgeschwindigkeit, Augen riesengroß, weil es wieder schneit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden immer nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt, am Ende nur wir zwei, das fällt vom ersten Schluck bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Da ist nicht viel, was bleibt, am Ende nur wir zwei. Das ist ein erster Schritt bis in die Ewigkeit. Das ist Liebe auf der Rückbank. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Ich hoffe, wir werden nie mehr nüchtern. Alter. Ey, Digga, das waren 3000 Leute, aber die waren lauter als 20. Das Niveau ist halt so Konzertniveau. Also das hast du auf der Tour, so wird Open Air nur noch größer. Aber heute waren sie alle für dich da, oder? Von der Lautstärke. Chapeau. Von der Lautstärke her waren die... Das war krank. Moshpit, okay, ist leider hingestellt, aber wie mitgewirkt wurde, Alter. Aber warum? Weil sie älter waren. Hast du mal hingeguckt, was da für ältere Menschen dabei waren? Selbst erwachsene Männer mit... Weißt du warum? Weil wir hier so ein Festivalgänger sind, die nonchalant mal deinen Auftritt sehen wollen, sondern die Leute waren da. Auch für dich, wir haben 1000 Kunden gesehen, die da so viele Charles Kunden sehen. Ja, Kunden so viele. Dicker, das war krank. Wie laut. Alter, ich kann aber auch richtig merken, wie mich meine Seele verlassen hat am Ende. Alter, einmal erst mein Knie, ich dachte, mein Knie fliegt gleich raus. Und dann eigentlich zwischenzeitlich, eigentlich hier auch mit dem Sound auf einmal, hat er mir so einen Kopf getan. Der war sehr sauber, aber zum Ende hin war ich einfach fertig. Richard aus Strausberg wettet, dass er 8 unterschiedliche Kondomarten nur am Geschmack erkennen kann. Richard, bist du bereit für die Wette? Ja. Dann würde ich sagen, top, die Wette geht! Banane. Was? Banane? Es ist richtig! Das ist schlimmer, weil eine Banane ist, die am Mund, die habe ich ja auch noch, wisst ihr? Richard, wie viele Früchte kennst du denn eigentlich? Digga, die Frage kannst du selber beantworten, ich komme aus dem Osten. Richard, also ein kleiner Hinweis, es ist keine Tomate. Deine Geschmacksnerven sind natürlich vorbelastet durch den ersten Tester. Also ein Tipp hast du noch. Ist es so ein Mix? Ja. Schon in eine gute Richtung. Ja, sehr gute Richtung. Pfirsich-Maracuja? Nein, das ist leider durch. Es ist Black Aroma aka Traummix. Traube? Dunkle Traube. So, wenn du den richtig hast, gewinnst du einen brandneuen Volvo. Wir zeigen ihn ganz kurz. Yeah. Gewinnen Sie mit etwas Glück einen niegelnagelneuen Volvo. Mit ein bisschen Glück und sehr viel Können kann dieser Volvo schon morgen Ihnen gehören. Gewinnen Sie Ihre Wette und seien Sie stolzer Besitzer dieses Volvo. Oh, der ist schwer. Sag mal. Es ist wieder, also ich glaube, es ist ein Fruchtmix. Nein, an dieser Stelle leider kein Fruchtmix. Leider nicht, nein. Scheiße. Eine Steinfrucht. Eine Steinfrucht aus Deutschland. Digga, 1, 2, 3, Wette vorbei. Ganz absetzen. Aprikose. Oh. Ich rieche nur Banane und wenn ich nur Banane rieche, kann ich auch nicht anderes schmecken. Logischerweise. Richard, den hast du dir verdient.